Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen haben wir zu Take Dungeon 2 im neuen Paar zu Pokémon Mystery Dungeon Ratatim DX mit dem Zwergenfürst. Und ja, weiter geht's hier im Abenteuer oder in irgendwas, weiß ich nicht. Irgendwie lange nicht mehr gespielt, weiter geht's. Guten Morgen, Zwergi. Da kommt der Mordi auch schon wieder ran. Was ist los? Stimmt etwas nicht? Ach, natürlich. Es geht um das Erzbeben vorhin. Stimmt's? Ich hätte mir denken können, dass du deswegen genau so besorgt bist wie ich. Sumsanas Team ist noch nicht zurückgekehrt. Es heißt ja, dass Grudon unglaublich stark sei. Da kann man sich schon Sorgen machen. Andererseits ist Sumsanas Team aber auch sehr stark. Die packen das schon. Außerdem waren wir damit einverstanden, dass Sumsana sich um Grudon kümmert. Uns bleibt also nichts weiter übrig, als uns in Geduld zu üben und zu warten. Konzentrieren wir uns darauf, das zu tun, was wir am besten können. Lass uns darum als Retterteam unser Allerbestes geben. Was los? Ich befürchte Schlimmes. Also ich bin Isso. Und das ist wohin genau? Da drüben geht's lang. Wohin genau? Ja, da drüben lang. Badumts. Genau, wohin genau? Wir haben eine Notiz am Infobrett der Pelipper-Post angebracht. Genau. Bitte, seht doch mal nach. Bitte. Genau. Wohin genau ist der Beste? Wohin genau? Bitte helft uns. Wir müssen jetzt los. Ist so. Genau. Putzig. Wie dieses ganze Spiel. Was war das denn jetzt? Dieses kleine Pokémon da eben. Wie hieß der Junge gleich noch? Ist so. Er wollte, dass wir uns das Infobrett vor der Pelipper-Post ansehen. Vielleicht stecken die beiden ja in Schwierigkeiten und haben deshalb einen Rettungsauftrag am Infobrett ausgehängt. Es gibt nur einen Weg, das Haus zu finden. Nichts wie zur Pelipper-Post. Sehen wir uns das Infobrett an. Ich nehme mal die Abkürzung hier. Diese hilfreiche Abkürzung. Infobrett. Na komm, Infobrett. Was haben wir denn hier? Wohin genau? Das ist doch das hier Tumultwald. Das müsste doch von Isso sein, oder? Das sieht aus wie Isso. Das ist die gefragte Aufgabe. Auf dem Infobrett steht, erteilt den Mankey eine Lektion. Warum konnten die das uns nicht selbst sagen? Müssten wir erst... Ja gut. Habt ihr den Auftrag dort ausgehängt? Ja, ist so. Genau. Eine Bande von aggressiven Mankey trägt in unserem Wald ihr Unwesen. Die sind völlig außer Rand und Band und machen uns so das Leben schwer. Ganz genau. Wir haben keine Ahnung, was denen über die Leber gelaufen ist, aber sie sind immer mies drauf und greifen jeden an, der ihnen über den Weg läuft. Genau. Das ist in der Tat ein Problem. Zwergi, darum kümmern wir uns. Vielen Dank, wir zählen auf euch. Ist so. Genau. Du erhältst nun Zugang zu dem Ort, an dem die Mankey ihr Unwesen treiben. Der Tumultwald steht jetzt für deine Erkundungen offen. Sehr gut, na dann zurück durch das Geheimfachdeck hier. Naja, Geheimfachdeck, Abkürzung. Und auf geht's. Worauf warten? Wozu warten? Auf den Tumultwald. Ich hoffe, da ist nicht zu viel Tumult los. Tumultwald, wo ist er? Hier ist der Tumultwald. Auf geht's. Hoffen wir mal mit. Aufbrechen. Eine neue Mission für das Team bilateral. Okay, na dann. Möglichst nicht auf U1 sterben.
Wenn es geht, versuchen wir das mal zu vermeiden. Dass wir mal ein bisschen überleben. Ich weiß, das ist nicht unsere Stärke, aber wir haben schon Schlimmeres überlebt. Das wird doch wohl irgendwie gehen. Wir haben die Flucht überlebt, also na komm. Sinnebeere, okay, davon haben wir tatsächlich noch welche. Haben wir das in der Flucht mitgenommen? Interessant. Dass wir die Flucht überlebt haben, ist ja immer noch ein Wunder. Ein großes Wunder, dass wir da überhaupt rausgekommen sind. Ja, natürlich bin ich gleich am Arsch. Und Prof ist es auch. Modified Kapier Club hat bemerkt, ja gut, verbraucht halt alle Sinnebeeren, die wir noch dabei haben. Wenn es sein muss. Ich hoffe, wir sind stark genug, um hier ein bisschen weiter zu kommen als zu E1. Sonst wird das hier wieder ein Krampf, wenn wir hier wieder bei E1 schon versagen. Na komm. Ich bin verwirrt, ich muss jetzt hier noch ein bisschen... Ich kann gerade nicht. Modi, bitte. Modi. Modev. Kämpfst du bitte an meiner Stelle? Ich bin verwirrt, ich kann gerade nicht. Das ist gerade sehr schlecht. Zwergi, ja. Zwergi hat Vorrang. So, jetzt kann ich wieder angreifen. Danke, dass du geholfen hast, Modi. Nicht. Immer wieder keine Hilfe. Was ist denn mit diesen Griffel? Griffel sind's. Was ist denn mit den Griffels los? Die sind hier komplett. Und tot bin ich. Natürlich. Dann spiele ich halt jetzt Modi. Und wir kommen niemals oben an. Wenn ich jetzt hier schon auf... Zwergi ist gerade auf U1 gestorben. Alles klar. Gut, da wissen wir ungefähr, wo die Treppe ist. Und zwar hier. Da, wo das gegnerische Pokémon vorsteht. Versuchen wir ein bisschen zu überleben. Das wäre keine schlechte Idee. Na komm, schleich dich zur Treppe. Ich weiß nicht, wie viele Ebenen das hat. Ja, ohne zu helfen. Tumultwald U3. Es geht jetzt um die Mankeys. Nicht um dieses Pokémon, was da auf der Ebene festhängt. Tut mir leid, aber müssen weiterkommen. Was schon? Das ging am schnell. Hä, was wollt ihr hier? Wir wollen jetzt echt nicht rumprahlen. Aber wir sind 0, nichts auf 180. Und so richtig bringt es uns in Rage, wenn hier irgendwelche Dummbeutel hier auftauchen. Nee, geht's noch? Was guckst du so blöd? Wohl auf Streit gebürstet oder was? Boah, da sehe ich echt rot. Massenraserei, die Dummbeutel machen wir und haben uns zum letzten Mal wütend gemacht. Aha, Kampf gegen die Menki. Attacke. Die machen wir alle. Das ist ja wohl keine Sache. Ja, komm, das kriegen wir hin. Überlebt das Zwergi. Überlebt das Geflext. 3 gegen 3, das muss doch. Und Moni ist schon am Arsch. Ich bin auch am Arsch. So viel dazu. Gut, das schaffen wir also nicht. Ja gut, das ist vielleicht immer ein bisschen systematischer. Vielleicht müssen wir vielleicht noch wirklich noch trainieren. Ja, vielleicht braucht es noch ein bisschen Training. Das ist, ja. Das hat ja nicht so gut geklappt. Das war jetzt hier. Also durch das Dungeon kommen wir schon irgendwie durch, aber am nächsten Morgen. Na gut, dann versuchen wir es nochmal. Haben wir denn keine Items mehr mit dabei? Morgen, Zwergi. Gestern war echt ein Reinfall. Wir sollten uns heute ganz besonders ins Zeug legen. Nichts wie auf zum Tumultwald, um die wilden Mankey in den Schranken zu weisen. Ja komm, das wird doch gehen, das ist... Vielleicht habe ich noch irgendwo eine Sinnebeere auf Lager. Einen Blebersamen. Die drei. Das sind nur 3 Ebenen oder so. Die kriegen wir doch locker gebacken, oder? So, abholen aus dem Lager. Was haben wir denn hier Schönes? Mini-Blebersamen. Das hätte ich gern.
Was haben wir denn noch so? Intensivtickets, da müssen wir vielleicht mal trainieren gehen. Belebersamen, die nehme ich auch noch mit. Okay, zwei Belebersamen, die dürften reichen. Plus die Samen, weiß nicht, wie fern die reichen werden. Trainingssamen. Wird er von einem Pokémon gegessen, wird es zum Zustand Training versetzt. Müssen Attacken schneller aufsteigen. Fängt halt an, solange das Pokémon auf der Ebene ist. Okay, nehmen wir mal mit. Könnte man gebrauchen. Dann nehmen wir das halt mit. So, okay, was haben wir jetzt im Inventar? Schauen wir mal das Inventar an. Jetzt haben wir ja eigentlich verloren, oder? Das Inventar müsste bis auf die Sachen, die wir jetzt gerade mitgenommen haben, leer sein. Na gut, und hier noch was kaufen. Ich habe gerade kein Geld, aber das liegt erst auf der Bank hoffentlich. Okay, TMs. Was verkaufst du so? Mini-Belebersamen, den könnte ich brauchen. Danke. Ich hole mir gerade mein Geld von der Bank. Nur 200 für eine. Nicht einzahlen, verdammt. Abheben. Ich brauche nur 200. 200. Na komm. Ach. So viel. Das müsste reichen. Habe ich gerade einen Apfel geschenkt bekommen. Sehr gut. Kann man auch gebrauchen. Nicht in diesem Dungeon, aber irgendwann. Items kaufen. So, Mini-Belebersamen. Sehr gut. Nein, ich möchte nichts kaufen. Ich hoffe, ich halte das jetzt mit den drei Belebersamen aus. Na komm. Das müssen wir doch jetzt schaffen. Bis die drei Dungeons, die drei Etagen mal aushalten. Und dann am besten ohne zu sterben. Und dann können wir auch die Nankis besiegen. Müssen wir jetzt ein bisschen Contenance. Jetzt vielleicht nicht so oft sterben. Versuchen wir ein bisschen schneller zum Ziel zu kommen. Na komm, aufgepasst Leute. Lasst euch nicht besiegen. Jetzt mal ordentlich kämpfen. Wie das sein muss. So, wo ist die Treppe, wo ist die Leiter, wo ist die Tür? Los, Modi. Okay, was sagt der Prof? Na gut, lassen wir ihn alleine. Oder was? Gerade können wir nicht. Steht im Weg. So, ich habe das Gefühl, hier lang müssen wir jetzt hier hoch. Das war wahrscheinlich falsch. Die Pokémon, die sind hier besonders schlimm. Die Griffel, die greifen hier heftig an. Ich bin gleich tot. Na komm, halt durch. Lass dich nicht besiegen. Puh. Nein. 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 Versucht mal zu überleben, Leute. Es wird Prof wiederbelebt oder was? Nein, Prof wird nicht wiederbelebt. Kein Item einsetzen. Wir machen das zu zweit. So, versuchen wir auszuhalten. Durchhalten. Das ist ein Befehl. Nicht sterben. Sehr gut. Befehl durchgeführt. Modi ist vergiftet. Das ist nicht gut. Nach unten hier. Na komm, Modi, durch aushalten. Wie soll Modi wieder überlebt werden? Ach, verdammt. Von mir aus haben wir halt nur noch zwei. Jetzt halt aber durch, bis zum Ende. Den Schlafenden nicht angreifen. Das wäre ziemlich dämlich. Schnell auf die Treppe. Heilige Scheiße. Nee, das ist jetzt kein Item. Geh alleine weiter. Auf U1. Ich glaub's nicht. Nach unten fliehen. Das sind keine Gegner, das heißt, wir sind da falsch, aber. Oh, doch, wir sind da richtig. Weitergehen. U3. Na komm, nicht mehr lange. Gleich sind wir da. Also gleich bin ich da. Da ist das Schnappdown. Na komm, überleben. Was war das gerade für eine Attacke gegen Modi? Das war doch, das ist. Oha.
Die Viecher. Gemeingefährlich. Puh. Griffel. So, Treppe, Leiter, Tür. So, zwei Belieber müssten wir noch haben. Na komm, ausgehalten. Was tut's dir so? Okay, das Thema hatten wir schon. Den Dialog habe ich schon vorgelesen. Na komm, jetzt mal aushalten. So, den ersten Schlag schon treffen. Mal jetzt nicht sofort besiegen lassen. Das wäre nicht schlecht. Drei starke Menkis gegen drei schwache Leute. Ja, was ist denn das? Wurde schon besiegt. Ja, von mir aus. Lass dich besiegen. Lass dich beleben. Na komm, jetzt gehen wir doch hin. Na komm. Das darf doch nicht. Verdammt. Das Wichtigste ist jetzt, dass ich belebt werde. Der Rest ist auch der letzte, den wir hier haben. Ich glaube, das sieht gerade nicht so gut aus für uns. Okay, einen haben wir schon besiegt. Na komm. Leute. Einer ist verwirrt. Na komm, das müssen wir noch hinkriegen. Was wurde ich jetzt besiegt von... Ach du Scheiße. Wir sind so am Arsch. Modi. Das ist doch nicht zu fassen. Ich habe extra drei Beleber gekauft. Also einen gekauft, zwei... Ich habe jetzt keine... Da muss ich leveln gehen, das ist... Tja, Intensivticket, Training im Dojo, was hilft's? Einen haben wir schon besiegt. Die Menkis müssen wir besiegen, um weiterzukommen. Das ist jetzt hier. Das ist vonnöten. Monzei, gestern war echt ein Einfall. Wir sollten uns heute ganz besonders ins Zeug legen. Nicht auf zum Tumultwald, um die wilden Menki in den Schatten zu weisen. Ich würde vielleicht erstmal Training machen. Ich habe noch ein paar Intensiv-Trainings-Tickets. Ein oder zwei hatte ich da noch. Das muss jetzt vielleicht mal sein. Viele habe ich nicht mehr, aber ein, zwei hatte ich noch mit dabei. Abholen. So, wo waren die Intensiv-Tickets? Hier. Fünf haben wir insgesamt. Nimm alle mit. Training. So, jetzt wird getrainingt. Trainiert wird. Okay, das ist der Attackenverlerner. Schluck. Das hier ist das Makuhito, Jojo. Je härter du trainierst, desto stärker wirst du. Intensivtraining. Na komm. So, erstmal das bronzene Ticket auf 2G. Na komm, Molly muss auch trainiert werden, aber 2G. Dann nichts mehr los, starten wir gleich mit dem Intensivtraining. Auf geht's. Viele AP. Schön, Pokémon besiegen. Kommt her, ich habe noch wenig Zeit. Ich mache euch alle. So, Erfahrungspunkte, kommt her, jetzt dürft ihr herkommen. In den Dungeons bitte nicht, aber hier könnt ihr jetzt. Na komm. Na komm, ich brauche möglichst viele. Jetzt hier besiegen. Na komm, die Zeit vergeht. Jetzt hier, es ist nicht rumgestehen. Nicht so viel rumstehen. Kämpfen. Jedes besiegte Pokémon bringt Erfahrungspunkte. Na komm, hier, jetzt. Verdammt. War ich besiegt. Na komm, greif an. Greif schon an. 2G. Sehr gut. Hier noch. Na komm, aushalten. Weiterkämpfen. Für Sekunden noch, na komm hier. Die zwei noch. Das dauert zum Heulen. Bah. Hat nicht so viel gebracht. Levelaufstieg, immerhin. Level 30. Ausgezeichnet, mein Level ist gestiegen. Jetzt dürfen wir uns, sobald wir den Entwicklungsstein haben, dürfen wir uns sofort dann ein Glumanda, Glutexo Glurak verwandeln.
Reiz trainieren. Der hat es gerade ausgesetzt. So, Mordev, jetzt muss der mal trainieren. Immer schön aufs gleiche Level. So, für jeden zwei haben wir jetzt hier. Zwei Silberne noch. Für jeden. Na komm, vergeig's nicht. Jetzt hier ordentlich reinhauen. Du brauchst die Erfahrungspunkte. Na komm, mach's alle. Lass den nicht so oft besiegen, weil das kostet immer kostbare Zeit. Ja, das kostet jetzt hier auch kostbare Zeit. Was machst du denn, Molly? Dich besiegen lassen. Keine Zeit hier. Na komm, besiegen. Du musst nicht besiegt werden. Zugabe kannst du haben. Zack. So, der nächste. Zack. Schöne Erfahrungspunkte sammeln. Na komm, ja. Bleib mal hier stehen. Die kommen alle zu mir. Na komm, alle hinten anstellen. Na komm, jetzt hier. Na, den einen noch. Den kriegst du noch. Na komm, na, dich krieg ich. Sehr gut. Der war noch mit drin. Großartig. Levelaufstieg. Level 30. Na dann gleich das zweite Ticket hinterher. Intensivtraining. Dann geht's. Nein. Modi. Magnetino brauchen wir gar nicht zu trainieren. Ja, es bringt nicht viel. Level 31 sind wir noch genauso schwach, aber ja, ein Stückchen stärker. Besser als nix. Können wir es vielleicht nochmal versuchen. Endet wahrscheinlich wieder ein Offscreen-Training. Aber ich habe ja Zeit. Dann machen wir es halt. Versuche ich mich halt offscreen. 100 Mal wieder bei den Mankeys. Ja, das ist Pokémon Mystery Dungeon. Rette Team DX. Immer und immer wieder probieren. Irgendwann schafft man es durch Zufall. Wir haben ja schon einen besiegt, also ein bisschen Glück. Ja, ohne Belieber ist es halt scheiße, aber ich habe auch keine mehr. Und die Codes habe ich schon verbraucht für die Flucht. Da gibt's ja, vielleicht finde ich im Internet noch andere Codes, damit man sich das runterladen kann, aber ja, es gibt ja solche Codes, damit man sich das nicht erschießen, aber ja. Kein Levelaufstieg, das ist ja deprimierend. So, weiter trainieren. So, jetzt ist Zwergi dran. So, let's go. Weniger labern, mehr kämpfen. So, ich brauche mal einen Levelaufstieg. So, na komm. Zack, so hier der nächste bitte. Der nächste ins Wartezimmer. Der Doktor wartet. Hier werdet ihr geholfen. Na komm, zack. Hier der nächste. Na komm hier. Nicht sterben. Zack. Na komm. Intensivtraining. 20 Sekunden noch. Na komm hier. Kommt her. Weiter. Ich laufe genau in die falsche Richtung. Na komm. So, her mit euch. Dich kriege ich noch. Sehr gut, hier, her mit euch. 3 Sekunden noch. Na komm, das wird nichts mehr. Verdammt. Zum Schluss noch getötet. Wo dann? Levelaufstieg. Sehr gut. Und dann das letzte Intensivticket. Das verbrauchen wir noch. So, weitermachen. Letzte Ticket. Nein, nicht Magnetilo. Nein. Ich verklick mich hier mal. Zwecki Intensivtraining. Ja, auf geht's. Jetzt zum starken Koloss. Ist da die Zeit nur höher oder was? Ich weiß nicht, wo das Intensivtraining. Ich glaube, es gibt mehr Erfahrungspunkte und es gibt auch mehr Zeit. So, jetzt mal hier voran.
Na komm, jetzt hier, nicht besiegen lassen. Besiegen. Na komm, sehr gut. Ich würde eigentlich das viel tiefer angreifen. Das mache ich auch gleich. Na, verdammt. Wurde wiederbelebt. Na komm, keine Zeit verschwenden. Da kommt das nächste. Klar, auf einen Haufen. Jetzt hier. Hinten anstellen, am besten in einer Reihe. Wenn es geht. Damit ich alle angreifen kann. Alle wegmetzeln. Verdammt. Kostbare Zeit. Da kommen die zwei hier noch. Sehr gut. Dich noch. Verdammt. Zeit vorbei. Kein Level ab. Verdammt. Ich kann ja nicht. Schade. Na dann. Erklärung anhören? Nee, wollen wir nicht. Weg mit uns. Gut. Was sagt die Zeit? Können wir es nochmal versuchen oder wollen wir es bleiben lassen? Und Welser, können wir eben mit ihm nochmal reden? Ich bin immer noch ganz unruhig. Meine Barthaare, sie spüren das Erdbeben voraus und uns stehen noch welche bevor. Okay, er rückt noch nicht von seiner Stelle weg. Spoiler. Er sitzt auf einem Loch. Und da ist der Entwicklungsbrunnen drunter. Gut, na dann, ich mache noch einen kleinen Versuch. An der guten mindestens drei. Muss mal gucken, ob ich das jetzt drin lasse oder rausschneide. Jedenfalls, auf geht's, aufbrechen. Tumultwald. Jetzt gibt's Tumult. Im Wald. Jo. Na komm, versucht's zu überleben. Einer muss überleben. Ja, wir haben ja eh keine Blebersamen mit dabei. Daher wird es jetzt eh die Frage, inwiefern wir das schaffen. Ja, vielleicht schaffen wir es beim dritten Mal, aber ja, die Hoffnung. Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt. Nico Samsgott. Ja, was? Verdammt, nicht sterben. Was sagte ich? Nicht sterben. Auf U1, das ist deprimierend. Ja, auf U1 stirbt der Sack. Und ich bin verwirrt. So, ein Dreck, was ist denn hier los? Nein, so kann der Part nicht enden. Er ist auch noch verwirrt, das ist dumm. Das ist ein Heulkrampf. Zum Heulkrampf kriegen hier. Na komm, das ist doch hier nicht. Zerklotz hier. Blutzuck. Der Blutzuck-Wahnsinn. Oh nein, Prof. So, wir müssen es überleben. Lass mal Prof sterben. Opfern bei ihm. Dafür, dass wir mal weiterkommen. Oh nein, bitte. Wir können doch hier nicht auf U1 sterben. So darf das nicht enden. Nein, nein. Heute nicht. Dann lass mich doch nachfahren. Lauf mich doch der Griffel. Na komm, du überlebst das. Scheiß von der Stirnbüschen. Na komm, immer noch auf 1 sind wir. Das gibt's doch nicht. Das ist doch hier nicht die Wahrscheinlichkeit. So hier, U2. Das hat nur U3. Das hat nur 3 Untergeschosse. Dann sind wir da. Na komm, U3. Das muss doch jetzt. Ab zur nächsten Tür. Klug die Schritte wählen. Fliehen, solange man noch kann. Verdammt, wo ist die Tür? Wo ist die Treppe? Na komm, dich besiege ich von hinten. Verdammt. Wir sind jetzt umzingelt. Ich auch. Na komm, durchhalten. Zwergi, du Mann da. So, auf zur Treppe. Sehr gut. Versuchen wir es noch ein letztes Mal. Also ich werde es noch einige Male versuchen, aber das letzte Mal vor der Kamera. Was passt ihr so? Ihr rüttelt gewaltig am Ohrfeigenbaum, hört ihr? Boah ey, das war's echt voll. Ich platze hier gleich vor Wut. Massenraserei, den Dummbotteln hauen wir ordentlich die Hucke voll.
Na, schauen wir mal, wer hier wen die Hucke voll haut. Na komm, Attacke. Ist vielleicht ein bisschen ungeplant, dass wir jetzt hier direkt eingreifen, aber so können die sich neu formatieren, aber das tun sie eh. Na komm, draufhauen. Nicht verfehlen. Nach Möglichkeit jetzt hier. Das switcht auch hier ständig. Das ist, ich verliere die Orientierung. Na komm, meine Attacken müssten doch mittlerweile in Ordnung sein. Warum sind sie so stark? Warum? Ich verstehe es doch nicht. Das werden wir hier von allen Seiten belagert. Na komm. Wir haben einen schon geschafft. Im vergangenen Kampf. Molly ist schon tot. Na komm. Was ist denn hier los? Ich lebe noch. Last Man Standing. Na komm, einen kriegen wir vielleicht besiegt. Ja, nice. Es waren noch zwei. Ja gut, ich bin wirklich noch zu schwach. Ich bin zu schwach. Tja, ein bisschen in anderen Dungeons trainieren gehen. Und dann sehen wir weiter. Tja. Ja gut. Was soll es? Müssen wir uns geschlagen geben. Sehr gut, ich mache Ausgehen-Training. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wie ich die Mankeys besiege. Ja, so sieht's aus.